Ein wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde des gepflegten Motovlogs, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und herzlich willkommen im Herbst, ja. Wir haben ja mittlerweile den 7. September 2021. Der Herbst hat bereits Einzug gehalten, aber heute ist nochmal richtig geiles Wetter, wie ich finde. Also drehen wir gleich mal eine Runde mit dem Motorrad durch unser schönes Brandenburger Land. Erste Amtshandlung ist für mich meine erste Tour nach der JHV. Ja, erstmal zur Tankstelle fahren, tanken. Danach werden wir Richtung Süden fahren. Da habe ich gesehen, hier gibt es eine wunderschöne Burgruine, Bärwalde. Mal gucken, ob die wirklich so wunderschön ist, wie gesagt wird. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir auf dem Rückweg irgendwie am Märkischen BP oder so vorbeikommen, wo wir mal schnell eine kleine Stärkung zu uns nehmen. Jedenfalls 9.30 Uhr bin ich jetzt gestartet. Oder kurz vor 9.30 Uhr. So, immer voll aufgetankt zu Schweinepreisen. Weg mal 10 Minuten eher losgefahren. Weg mal 10 Minuten eher losgefahren. Wäre das vielleicht nochmal günstiger gewesen. So, wie gesagt, wird frisch. Frischen vollen Tank können wir jetzt unser eigentliches Ziel in Angriff nehmen. Die Burgruine Bärwalde. Die Burgruine Bärwalde. Ich habe mir jetzt hier mal eine Route wieder über kovika.de anzeigen können, und da heute bloß ein Tagestour ist, klammer ich auch die Autobahn eigentlich komplett aus. Vielleicht auf dem Rückweg ein Stück, muss ich mal sehen, aber es ist auch mal so staubehaftet mit den ganzen Baustellen hier. Zurzeit furchtbar alles. Ich habe mich auch auf der JHV so angeschissen, wie gesagt, du fährst die letzten Meter auf die Autobahn. Zack, rauf auf die Autobahn. Zack, Rinnenstau. Gut, dass ich nicht nachts Motorrad fahre, sonst müsste ich jetzt richtig fahren. Euch ans Herz möchte ich noch die Videos von der JHV legen, nicht nur von mir, auch von den anderen. Bei mir findet ihr das auf dem Kanal in der entsprechenden Playlist, JHV21. Unter dem Hashtag motovlog.de21 ohne Punkt und Komma findet ihr eigentlich alle Videos und Bilder dazu im Netz. Bei Instagram, bei YouTube, Facebook oder sonstigen Social Media Kanälen, was es da noch gibt. So, jetzt geht es offensichtlich erstmal hinten raus Richtung Grünheide. Auch an und für sich eine sehr schöne Strecke, aber wie gesagt, der Herbst hat Einzug gehalten, ja, das Laub fällt schon. In den Supermärkten gibt es auch schon wieder Stolle, Lebkuchen, Domino-Steine, Marzipankartoffeln, all dieses Weihnachtsgebäck. Also wie gesagt, so geiles Wetter soll man nutzen, bevor die Saison wieder rum ist. Das Wetter wird ja dann auch schnell wieder schlechter. Ja. Die Tage sind schon relativ kurz jetzt. Das ist ja auch mal schön, so alleine wieder unterwegs zu sein. Ja. Einfach die Fahrt richtig genießen kann. Ja. Muss ich auf Hintermänner achten, nicht auf Vordermänner, ja, wie das denn so ist, wenn du in einer Gruppe unterwegs bist oder so. Ist schon schön. Da kannst du mal richtig die Fahrt auch genießen. Ja. Einziges, wo du halt darauf achten musst, ist, dass du immer überall richtig abbiegst.
wo du ja sonst bloß hinterher fährst. Was auch wieder einen gewissen Vorteil hat, ja. Kein Reblos sind wir. Aha. In Reblos sind wir. Ja, ist natürlich heute ideales Motorradfahrwetter. Ja. Es ist trocken, auch nicht zu warm, aber auch nicht zu kalt. Ja. Also ist wieder mal das ideale Wetter, wie ich finde. Ich war ja 2017 mitten im Hochsommer in Kroatien gewesen und das war mir definitiv zu warm. Ja. 2018 hingegen war ich im Sommer in Skandinavien gewesen und da war mir zu kalt. Also das waren schon echt krasse Verhältnisse. Ja? Da hast du teilweise 40 Grad gehabt. Ja, wenn du ein Motorrad fahren musstest, weil du ja deine Tour weitergehen musstest, es war auch keine Abkühlung im Wetterbericht in Sicht. Ja, die Pumpe ritzwingen und bevor du nur einen Meter gefahren bist, bist du schon durchgeschwitzt gewesen. Ja. Ja, das fand ich schon extrem. 2018, die Videos sind auch alle bei mir online. 2018 krasse Gegenteil, ja. Da sind wir hochgefahren nach Skandinavien. Ja, so Südschweden und so weiter ging das noch, aber wir von Schweden nach Norwegen rüber sind, da hatten wir nur noch so 4-5 Grad und teilweise Schneeregen dabei. Ihr habt dazu ein ordentlich stürmischer Wind, um nicht zu sagen, ja, stark stürmisch, ja, also es war die Härte. Das war das volle Kontrastprogramm. Also wenn man nach Kroatien fahren will, dann vielleicht so Ende August, Anfang September wäre so der richtige Reisezeitraum, da war ich 2013 gewesen, da waren die Temperaturen schon wesentlich angenehmer. So, wir sind in Storko. Wir nähern uns der Burg Ruine Bärwalde. Bis hierher habe ich jetzt knapp 130 Kilometer angespielt. Oh, Scheiße. Was ist jetzt passiert, ey? So, nähern wir uns der Burgruine Bärwalde.
Irgendwie hat sich gerade mein Visier so ein bisschen verabschiedet. Sowas Blädes. Am weitesten Punkt von zu Hause weg muss das immer passieren, denn ja. Ah, das ist zum Mäusemelken so ein bisschen. So, wollen wir mal gucken. Ist ein abenteuerlicher Weg jetzt hier hoch. Ich habe nämlich gesehen, das ist blöde gebrochen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich neue Visier bestelle oder einen neuen Helm. Mal gucken, was so ein Visier kostet. Ob es das noch für den Helm gibt. Da ist das Ding. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Ah, so steht es erstmal gut. So, wollen wir uns das Ding mal aber angucken.